Hallihallo, wie besprochen, heute geht's wieder los. Magnetangeln. Erstmal stelle ich euch die Magneten vor, die ich mir geholt habe. Zweimal 500 Kilo, einmal 150 Kilo. Da ist die kleine Sau drinne hier. So, dann haben wir zweimal 500 Kilo, wie schon erwähnt. Ich kann euch so schon sagen, ich bezweifle, dass die beiden wirklich 500 Kilo haben. Aber wir werden sehen. Heute werde ich an einen Tatort zurückgehen, wo ich schon mal gewesen bin. Da konnte ich PCs und auch andere Sachen nicht bergen. Ich hoffe mal, dass ich das mit den Neumagneten jetzt hinkriege. Also wird sicherlich spannend, wenn wir dir den PC bzw. die PCs rausholen. Wie gesagt, ich habe zwei 500 Kilo Magneten bestellt. Die haben den Durchmesser von 75, Außendurchmesser von 75, Innendurchmesser von 60 Millimeter. Sollen angeblich 500 Kilo Zugkraft haben. Genau die gleichen Magneten werden komischerweise aber auch mit 200 und 300 Kilo Zugkraft angeboten. Also werden wir uns da überraschen lassen. Ich werde natürlich auch den Zugtest machen. Ich kann euch das jetzt schon mal ganz kurz zeigen hier am Türrahmen. Unprofessionell, aber es geht. Passt auf. Zack. Gut, der Türrahmen ist natürlich nur verzinktes Blech. Hat man natürlich nicht so viel Bums. Wir werden es sehen, wir werden es gleich überraschen lassen. Der kleine Magnet hier, der hat mich eh vorhin schon erstaunt. Ich habe den vorhin schon mal kurz ausgepackt gehabt. Hört ihr den Knall? Das Ding hat Mörderfeuer. Also lasst euch überraschen, das wird sicherlich ein interessantes Video. Und diesmal werden wir hundertprozentig den PC oder beziehungsweise die PCs, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, rauskriegen. Ist eine ziemlich abgelegene Stelle, deswegen hoffe ich, dass wir da auch noch andere Sachen finden. Diesmal habe ich auch noch eine längere Leine, 20 Meter. Dadurch haben wir den Radius natürlich um 10 Meter erweitert. Ja, seid gespannt, wird sicherlich interessant heute. Hoffentlich hält sich das Wetter, ansonsten müssen wir uns da hinstellen und werden von oben und von unten nass. Ja, jetzt geht's los, ich packe die Sachen. Gleich bin ich am Start. Hallihallo, nur angekommen bin ich hier. An dem vermeintlichen Hotspot. Wie gesagt, ich hatte hier zwei Sachen am Haken, die ich nicht rausgekriegt habe. Mangels der Kraft meines Magnetens. Aber ich kann immer nur wieder sagen, jetzt zeige ich das nochmal. Das ist mein selbstgebauter hier. Ganz ehrlich, das Ding hat Feuer ohne Ende. Das sollen angeblich 100 Kilo sein, aber es sind auch echte 100 Kilo. Also das Ding reißt wirklich 100 Kilo. Dann habe ich mir zwei so Zwerge gekauft. Einer ist neu, den nenne ich Kampfzwerg, weil der hat nämlich wesentlich mehr Dampf hier, der Bursche. Der ist älter, den habe ich letztes Mal wieder geborgen. Wie ihr seht, Hand um zu, auch ganz gut Dampf, die Dinger. Aber eben keine 130 Kilo. Der soll angeblich 100 Kilo haben, der 130 stimmt schon mal nicht. Dann haben wir hier Kampfzwerg am Start. Diesmal mit einer 20 Meter Leine. Und den kriegt man nicht ab. Der wird also tatsächlich seine angeblich so noch 150 Kilo haben. Aber der wird auch stark in die Richtung gehen. Dann haben wir hier zwei 500 Kilo Burschen. Ja, habe ich vorhin schon erzählt. Guckt euch den Scheiß an hier. Also irgendwie pure Verarsche. 75 mm außen, 60 mm innen. Guckt auf jeden Fall danach, was die da angeben. Und lasst euch das nicht gefallen, wenn ihr so einen schlappen Magnet nach Hause kriegt. Schreibt die an, sagt, ihr wollt einen vernünftigen haben, der auch tatsächlich diese Kraft hat. Weil ihr seht, anhand der kleinen Dinger hier, die haben wesentlich mehr Dampf wie die angeblichen 500er. Es mag angehen, dass die am Schrott anders haften, kann ich mir nicht vorstellen. Magnet ist Magnet eigentlich, ne? Das hier ist ein massives Eisengeländer. Da sollte man doch auf jeden Fall die 500 Kilo nicht wieder von abkriegen. Ja, den Enterhaken habe ich auch am Start. Und jetzt werde ich anfangen und werde euch hier versuchen, die Sachen zu bergen. Mit dem neuen Equipment, beziehungsweise mit dem alten Equipment, so wie es denn gerade passt. Aber erstmal werde ich jetzt den Kampfzweck reinschmeißen, weil der hat mich bis jetzt am meisten überzeugt. Das ist der kleine Bursche hier. Den müssen wir nach unten hin wegziehen. Dann haben wir eine Chance, gerade weg, keine Chance. Ja, Kampfzweck wollen wir jetzt mal gucken hier. Mal wieder anheften. Hier hatte ich letztes Mal das vermeintliche PC
Gehäuse oder den PC gefunden. Ich werde jetzt mal gucken, ob der Magnet hier gleich was reißt, wenn er hier unten aufschlägt. Kann natürlich angehen, dass meine Beobachter meine Videos hier auch gewesen sind, weil ich habe schon gehört, dass die diese Hotspots ablaufen. Kampfzweck müsste normalerweise wenigstens ein Zeichen geben, dass man überhaupt irgendwie was am Haken hat. Macht er nicht. Mal gucken, was er sagt, wenn wir den... Ah, der hat aber was am Haken. Irgendwas ist dran. Ja, was haben wir denn da Schönes? Zack. Gucken wir mal. Jede Menge Schrott. Mal kurz gucken hier. Zack. Ja, jede Menge Schrott, das hatten wir letztes Mal auch schon. Das hier sind, glaube ich, alte Bautenzüge. Hundertprozentig weiß ich es nicht. Ansonsten wirklich nur Metallschrott. Werden wir gleich alles in eine Plastiktüte bzw. in eine Wanne sammeln und dann entsorgen. So, jetzt werde ich, so wie immer, euch nur die interessanten Sachen zeigen. Und werde mal gucken, ob ich mit unseren kleinen, starken Magneten hier beziehungsweise mit den großen 500er Magneten, 500 Kilo Magneten und meinen anderen experimentell zusammengebauten Sachen eine interessante und nette Bergung hier rauskriege und ob die Teile hier noch drin liegen, die ich hier vermute. Ja, an der Stelle hier vorne habe ich jetzt was gefunden. Hier vorne genau. Und zwar habe ich hier einen Stehbolzen rausgeholt, was natürlich nicht ganz so interessant ist, aber ich habe da ein größeres Teil. Jetzt werde ich quasi den 500 Kilo Burschen da mal reinschmeißen. Und werde mal gucken, ob wir damit mehr Erfolg haben. Und zwar müssen wir das ein bisschen unter der Brücke durchschwingen, weil das ein bisschen versetzt liegt. Ja, guck mal, hier muss irgendwas sein. Aber auch der 500 Kilo Magnet schafft das nicht richtig. Warte. Ne, kommt da nicht ran. Ich werde es jetzt nochmal mit meinen alten probieren. Und sobald ich was am Haken habe, funke ich wieder durch. So, da ist der Burschen. Guckt euch den an. Leider schaffen das alle meine Magnete hier nicht. Auch Kampfzwerg hat das nicht geschafft. Nur wieder mein alter Magnet, der eben definitiv wirklich diese 100 Kilo definitiv ganz locker reißt. Und zwar werden wir das jetzt probieren mit dem Enterhaken hier. Und dann hoffe ich doch ganz stark, dass wir jetzt irgendeine Ecke finden, wo wir den einhaken können, ohne dass... Ah, aber Magnet, 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 Magnet! Er ist einfach zu stark, der Magnet! Ah, Pazier, bleibt dran! Jo, ist dran geblieben. Ich finde einfach keine Stelle, wo ich das richtig einhaken kann hier. Aber das muss doch. Ich sehe gerade, das ist alles ziemlich vergammelt da. Da muss man doch irgendwie reinkommen jetzt. Pass auf, wir machen das so wie sonst.
Jetzt habe ich nämlich schon wieder diesen scheiß Kackmagneten am Arsch. Wir machen das so wie sonst. Wenn ich weiter bin, dann filme ich auch weiter. Sonst hängen wir hier jetzt gleich stundenlang und ihr müsst euch den ganzen Kram angucken. Aber ich werde das jetzt nochmal ganz in Ruhe probieren. Und sobald ich ihn den am Haken habe, dann zeige ich euch das. Und natürlich auch, wie ich ihn raushole und euch dann unsere Beute präsentiere. So, wie versprochen, rausgeholt das Teil heute. Gucken, was das für einer ist hier. Terra. Wie wir das daran sehen, hier an den Seepocken, glaube ich, sind das. Das Ding ist ein Terra. Boah, ein bisschen sauber machen, dann kann man den zu Hause wieder anschließen, ne? Na Gott. Ja, schon ziemlich stark korrodiert das Ding. Hinten drauf müssten noch eigentlich die Dings stehen, die genauen Daten stehen. Ist aber auch schwer, das Scheiße. Da haben wir das Innenleben. Ah, da kannst du nichts mehr von gebrauchen. Na, da wo die Daten drauf gestanden haben, hier wahrscheinlich, war wahrscheinlich so eine Platte mit so Daten, das haben sie wahrscheinlich weggeballert. Ja, wer kennt sich mit solchen Dingern aus hier? Hinstellen, zack. Tena, T-E-N-A, glaube ich, steht da. So wie ich das lesen kann. Ja, das war unser erster Fund heute. Seid gespannt. Da kriegen wir bestimmt noch was an Haken hier. Ich werde jetzt weiter vorsondeln hier, weiter vorschmeißen die kleinen, den kleinen Kraftzwerg hier, den Kampfzwerg, den Kraftprotz. Den werde ich vorschmeißen. Den werde ich nacheiern mit den großen hier, beziehungsweise mit den Loser-Magneten hier. Ey, ganz ehrlich, jetzt merkt euch den Scheiß hier. Die Dinger, 500 Kilo, niemals im Leben, nie. Also genau darauf achten. Die 75 mm Teile, beziehungsweise Innendurchmesser 60 mm, Müll, taucht nix. Da könnt ihr besser mit den kleinen Dingern hier, die haben genau die gleiche Kraft, beziehungsweise noch mehr. Das sieht man ja eindeutig. Zack. Obwohl der hier ist nicht so stark wie der. Also bei dem bin ich echt total begeistert. Der hat richtig Wumms, der kleine Kampfzwerg. Aber die Burschen hier, das ist ja wohl echt eine ganz müde Nummer. Das ist Beschiss. Fake. Sowas ist echt eine Frechheit, ne? Aber endgültig hat mir der Enterhaken hier geholfen. Und zwar hat der mir quasi in einen der Roststellen einen Haltepunkt gegeben. Und ich konnte den PC bergen. Oder Tower oder wie man das auch immer nennt. So, seid gespannt. Ich lege hier weiter los. Und hoffe, dass ich für euch noch ein paar geile Sachen vernähe. So, weiter geht's. So, wieder was gefunden. Der kleine Kraftprotz hat das da rausgeholt. Jede Menge Rost. Und diesmal haben wir auch ein Typenschild. Oh, was steht da drauf? Fischerleuchte, oder was ist das? Könnt ihr das lesen? Ich mache eben den ganzen Dreck da weg. Und dann hoffe ich ja, dass wir das ein bisschen besser lesen können hier. So, was steht da jetzt drauf? Fischerleuchten. Artikelnummer bla bla bla. Also, ein Deckel von der Lampe, ne? Schätze ich mal. Das Teil hat man unter der Decke geschraubt. Obendrauf dann eine Glaskuppel. Und dann war das eine Lampe. Ja, wie wir sehen, ist hier doch noch jede Menge. Komischerweise unter der Brücke. Strömungsbedingt vielleicht aber auch gewollt. So, weiter geht's. So, das kleine Teil hat wieder was entdeckt. Unser kleiner Kraftprotz, Kampfzwerg. Jetzt werden wir ihn nochmal hier einsetzen. Irgendwie, für irgendwas muss das Ding ja gut sein. Ich habe das schon bis an der Seite geschlurrt hier vorne. Und hoffe ja, dass ich damit irgendwie was ausrichten kann hier. Aber so wie es aussieht,
hat der echt tatsächlich nicht mehr Dampf als wie der kleine Magnet. Naja, da komme ich auch nicht mehr zurecht. Muss ich doch wieder den großen selbstgebauten rannehmen hier. Das ist echt scheiße, ne? Echt, merkt euch das bloß. 75 mm außen, 60 innen. Angeblich 200 bis 500 Kilo werden die verkauft. Kein Bums, die Dinger. Das Einzige, wozu die vielleicht gut sind, ist, um die weit rauszuschmeißen, so, weil die, ja, die sind echt schwer, also da ist echt viel Metall dran, dass man die weit rauswirft und dass sie sich ein bisschen weiter in Matsch reinwühlen und dann da Sachen finden, die vielleicht so ein leichter Magnet eben durch den weniger Tiefgang, den er in Matsch hat, nicht schafft. Das wird das Einzigste sein. Deswegen werde ich auch gleich nochmal hier die Strecke abwerfen, die ich mit dem Klein geschmissen habe, um nochmal zu gucken, ob der vielleicht tiefer kommt und irgendwas Interessantes findet. Aber wie gesagt, bis jetzt bin ich mördermäßig enttäuscht von den Dingern. Und ich habe gleich 2 Stück davon gekauft. Ja, selber schuld, ne? Aber der eine sollte erst im Oktober kommen und ich hatte meine anderen ja verloren. Der eine sollte erst im Oktober kommen. Der ist direkt aus Hongkong und der andere ist aus Deutschland. Allerdings, wie ich festgestellt habe, auch aus einer Firma von Hongkong. Also aus Hongkong. Naja, ich war da quatschen, das Scheißding da bergen. Ich zeige euch das gleich. Ich werde jetzt meinen großen Magneten einsetzen. Und ach, das kann ich euch eben zeigen, ne? Nicht ganz außen vor halten ist ja auch scheiße. Zeige ich euch jetzt eben schnell. Wenn ihr weiter diese abgekürzten Dinger sehen wollt, noch weniger Gequatsche, einfach Bescheid sagen. Je nachdem, wie viele das denn möchten und mögen, werde ich es natürlich einrichten. Aber manchmal ist es auch ganz interessant. So, jetzt haben wir den Burschen aber, oder? Ja, wir haben es. Oh, das ist ziemlich schwer. Ich brauche wieder 2 Hände. Scheiße, fuck. Obwohl mir auch schon gesagt wurde, ich soll nicht so viel schimpfen. Ne, ich habe zu viel Scheiße gesagt in dem einen Video. Ist auch übel, ne? Ich bin auch ein Böser. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir das Ding rauskriegen für euch. Upp, zack. Ja, was ist das? Das ist hier die große Frage. Könnte eine Schreibmaschine sein oder ein Rechenschieber oder... Auf jeden Fall haben wir noch einen Krondeckel gefunden. Das ist schon mal ganz wichtig. Jetzt werde ich mal das Teil da abziehen hier. Oh, dann nehme ich auch schon gleich die Maschine auseinander. Zack. Gucken, was wir hier noch so dran haben am Magneten. Alter Schwede, das ist richtig... Ja, das ist von der Maschine anscheinend. Das könnte ein alter Rechenschieber gewesen sein oder da ist noch irgendwas dabei. Das ist anscheinend alles von der Maschine. Ja, das könnte ein alter Rechenschieber sein oder eine alte Schreibmaschine. Vielleicht hat da einer von euch Ahnung von. Also ein Stromanschluss scheint das Ding schon zu haben. Hinten, guck mal. Aber das ist sicherlich älteren Baujahres. Deswegen hat der Magnet noch nicht so gut gehaftet. Weil das Scheißding komplett verrostet ist hier. Entschuldigung, schon wieder Scheiße gesagt. Ja, so ist mir leider der Schnabel gewachsen. Ja, auf jeden Fall wieder eine ganz interessante Geschichte. Natürlich keine Typenschilder, nichts mehr dran. Ich guck nochmal von unten, vielleicht hat man ja Glück. Und findet noch irgendwas. Das sieht aber nicht so aus. Ja, vielleicht könnt ihr mir ja schreiben, wer weiß, was das ist. Das würde mich echt interessieren. Sieht irgendwie aus wie ein alter Rechenschieber, eine alte Schreibmaschine. Weiß ich auch nicht. Eine Schreibmaschine sieht das auch nicht aus, oder? Ja. So, weiter geht's. Das wird doch noch echt interessant hier an der Stelle. Oh Wunder, oh Wunder. Ich freue mich. So, weiter geht's. So, zwischenzeitlich. Eben schnell eine Zwischenbilanz. Ein Lenker, eine Klingel und eine Batterie. Da vorne stehen die anderen Sachen, PC und so. Aber hier hat mein kleiner Freund und Helfer gerade wieder kräftig angezeigt. Allerdings hat er leider nicht die Leistung, das hochzuziehen. Der Magnet auch nicht. Jetzt hat er es, glaube ich. So, ich lege euch mal eben weg. Sobald ich das halb oben habe, zeige ich euch das und dann wird es geborgen. So, jetzt war ich da mit dem Haken bei. Magnet schafft das nicht. Ich schätze mal, dass das ein total verschlicktes Fahrrad ist.
weil ich den Fahrradkorb hier nämlich an der Angel hatte, quasi an den Haken. Altes Metallstück habe ich noch rausgeholt, aber das sind alles, scheinen alles alte Fahrradteile zu sein, wie auch eine Verschraubung vom Fahrrad. Also das ist mit Sicherheit ein total verschlammtes Fahrrad, was quasi durch die Strömung mit Matsch überdeckt darum liegt, kriege ich nicht raus. Tut mir leid, hätte ich euch gerne gezeigt, aber ich habe alles probiert jetzt hier. Merkt man auf dem Video nicht, aber ich bin jetzt seit 20 Minuten hier am Kämpfen, um das alte Ding rauszuholen. Habe alle meine Magneten und sonstiges hier in Einsatz gehabt, kriege ich nicht raus. Wie gesagt, das Körbchen da hinten habe ich abgerissen vom Gepäckträger mit dem Haken, aber wenn er denn mal was hat, dann reißt das auch gleich wieder ab. Also das muss komplett vergammelt und verschlickt sein. Aber wir haben ja noch hier 5 Meter, die werde ich für euch noch untersuchen. Da sind wir mal gespannt. Ja, lustig. Eine Milchkanne. Da vorne muss auch noch was liegen, aber da habe ich was von abgerissen. Und das ist ganz komisch. Das könnte ein Vorderlicht sein oder sowas. Und wieder Bautenzüge. Das ist auf jeden Fall ein dicker Bolzen. Aber jetzt kommen wir hier zu dem heftigen Fund. Hier, das Ding war auch wieder schwer wie Müll. So eine Kacke, ne? Aber was ist das? Eine alte Milchkanne. Das Ding muss da auch schon ewig drin liegen, weil eigentlich sind die ganz gut gegen Rost geschützt. Ja, eine alte Milchkanne haben wir jetzt auch noch gefunden. Kann ich gleich mal losrennen und vom Bauern Milch holen. Bei der Aktion hier kriegt man auch ordentlich Durst. Trotzdem bin ich noch nicht ganz durch. Ich will noch 2 Sachen machen. Einmal will ich noch mal mit dem dicken Burschen hier komplett lang gehen. Wie gesagt, da war gerade noch ein Hakerchen da vorne. Allerdings scheint das auch so verrostet zu sein. Das seht ihr hier am Magneten, dass der ganze Scheiß da dran hängt hier. Guckt euch den Kram an hier. Dass man das nicht mehr zu greifen kriegt. Den Haken werde ich gleich auch noch mal kurz probieren. Und dann werde ich noch mal den Test machen mit den vermeintlichen 500 Kilo Magneten da hinten. Die allerdings schön schwer sind. Sprich, die ziehen sich schön durch den Matsch. Und werde die dann noch mal rausschmeißen, noch mal ein paar Würfe machen. Mal gucken, ob man vielleicht noch irgendwas da raus fischt, was diese kleinen schwachen Magneten nicht schaffen. Ja, bis jetzt haben wir ja ganz gut was rausgeholt. Milchkanne. Ist da was drin oder ist das nur Matsch? Ne, das ist nur Matsch. Ah, lecker. Ein paar Steine. Ja, Fahrradsachen. Leider habe ich das Fahrrad da vorne nicht rausgekriegt, habe ich gerade schon erläutert vor allen Dingen. Denn unseren PC und den ganzen anderen Kram, aber wir sind noch nicht durch. Ich mache noch weiter. Heute wird das Video ein bisschen länger, aber ich hoffe, das stört euch nicht. So, weiter geht's, nicht weiter quatschen. So, jetzt sind wir zum Ende vom Video. Ich habe natürlich die anderen nochmal gecheckt hier, die 500 Kilos. Ja, Spaß, ne? Spaß muss sein. 500 Kilo. Die Magneten sind ganz lustig, man kann die hinten schön tief durch den Matsch durchziehen, aber hier habe ich auch nichts weiter gefunden als mit den anderen Magneten. Wahrscheinlich ist es dafür nicht schlecht, allerdings haben die dafür dann wieder auch, um was aus dem Matsch rauszuziehen, wenn es ein bisschen größer ist, viel zu wenig Bums. Da müsste man den schon mit dem kleinen vorchecken hier oder mit dem und dann mit dem großen, den ich leider selbst gebaut habe hier, ich scheine keinen vernünftigen zu kriegen. Ich bin ja noch am Ball, ich habe schon einen gefunden, der soll angeblich 700 Kilo haben, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich alle nur bescheißen wollen. Ja, gefunden haben wir heute, um darauf zurückzukommen. Einmal die Milchkanne, einen fetten Bolzen. Dann ist mein Magnet an der Stelle, ich habe es natürlich nochmal wieder probiert, wo ich 20 Minuten vorhin rumgefummelt habe. Hier, da ist das Ding stecken geblieben. Da habe ich schon wieder reingerissen wie ein Geisteskranker. Und zum Glück habe ich es dann schräg von da vorne aus rausziehen können. Ja, ein Lenker, ein Fahrradkorb, eine Batterie. Eine Fahrradklingel. Das packen wir alles hier rüber. Packen wir schön an der Seite. Dann rufe ich den Bauhof gleich an. Sag denen die Straße und dann könnt ihr den Kram hier entsorgen. Dann haben wir natürlich unseren PC. Ne? Unsere Lampenhalterung. Und nicht zu vergessen, weiß ich, was das hier auch alles für ein komisches Ding ist. Geschätzt von mir ist eine Rechenmaschine. Weiß es aber nicht genau. Einer von euch wird es bestimmt wissen. Das packen wir mal hier in den Korb rein.
müssen die Männer vom Bauhof nur zupacken und mitnehmen. Und nicht noch sortieren, ne? So. Das machen wir natürlich alles der Umwelt zuliebe, alles vernünftig entsorgen und nicht wie manche Leute sagen, mal vorbeifahren, du schmeißt doch wieder rein. Da habe ich ja keinen Bock drauf, sowas mache ich nicht. Ja, die Milchkanne schleppen wir da auch noch eben hin. Ja, was soll ich jetzt noch sagen, bevor ich jetzt noch lange voll quatsch? Guckt euch meine anderen Videos an, sind ein paar ganz geile Sachen bei. Die eine oder andere wird ihr auch vielleicht schon geguckt haben. Alter Schwede, mit dem Matsch da drin ist das echt ganz schön schwer, das Teil, ne? Das haben die damals buckeln müssen, wenn das voller Milch war. Der eine oder andere hätte ganz schön buckeln müssen dafür, um diese Milchkanne da hin und her zu schleppen. Ja, wie gesagt, guckt euch meine anderen Videos an, Klicks und Abos sind immer gern gesehen. Sind ein paar coole Videos dabei. Wir sehen uns. Nächsten Videos kommt die nächsten Tage. Adios, ciao, ciao und goodbye.